Und vielleicht haben wir diesmal auch ein bisschen mehr Glück und finden sofort eine Jackherde. So. Anderer Text vielleicht? Nö. Hey Kumpel, du siehst nicht so gut aus. Das ist eine Kumpeline, wenn überhaupt. So, wenn die... Dann leg mal los. Keine... Ich versuche gerade herauszufinden, ob die Startgebiete eigentlich immer einigermaßen ähnlich sind. Also es scheint immer grüner Boden zu sein, wo man spawnt. Oh, gleich eine Sackgasse. Na, super. Wenigstens ein bisschen Gras, ein paar Stickies. Heißt, wir können gleich unser erstes Werkzeug machen. Oh, die sieht echt komisch aus mit ihren Haaren. Doin, 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 doin. Gut. Oh, mehr Stickies. So, ich hätte gerne eine Axt. Sehr schön. Die beiden Bäume nehmen wir noch mit. Dann sollten wir genug Holz und alles stirbt. Das war sehr aufmunternd. Danke, Wendy. Also ja, dann dürfen wir genug Holz und Gras haben, um ein Lagerfeuer für die Nacht zu machen. Was bräuchten wir denn noch? Ja, einfach noch mehr Holz und noch mehr Gras, um die Rüstung zu bauen. Wobei wir dafür wahrscheinlich erstmal die Forschungsmaschine bräuchten. Das heißt, wir müssten Steine finden. Gucken wir mal in die Richtung hier. Noch eine Abzweigung. Oh. Ah ne, das ist nicht der Jagduntergrund, das ist der Steinuntergrund. Das ist der Jagduntergrund. Komm schon. Gib mir... Was sind Spinnen? Gib mir Jags. Ich will Jags. Komm schon. Das ist ein richtig schon großes... Oh, Kaninchen. Du. Leidewurm. Das ist ja ein sehr charmantes Mädchen. Also ja, hier haben wir schon mal jede Menge Kaninchen. Das wäre eine gute Ecke. Aber mir fehlen echt die Jacks. Leidewurm. Genau. So. Du bist zu nah dran. Hier sind wir im falschen Winkel. So, das Kaninchen da unten dürfen wir löschen. Genau, du. Sehr gut. Und es sind so viele Hasenlöcher, dass die auch schön weit verstreut sind. Und die nicht alle sofort verschwinden, sobald wir eins töten. So, sehr gut. Da haben wir auch schon unseren Stein, aber wir haben weder genug Stickies noch genug Flintstone. Das ist schade. Aber das sind echt tierisch viele Kaninchen. So, schön auf der Straße bleiben, sonst kommen wir nirgendwo hin. Jedenfalls nicht, bevor es dunkel wird. Oh, Bären. Also ja, ganz viele Hasen, keine Jacks. Geht's da oben noch weiter? Ich würde gerne wirklich ausschließen, dass hier keine Jacks sind, bevor ich weiterziehe. Es wäre ärgerlich, wenn wir denn irgendwann später hierher zurückkommen müssten, nur weil ich nicht nachgeguckt habe. So, da ist Wasser. Spinnei. Tausende von Hasen, die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Und es wahrscheinlich auch schaffen, so viele wie das sind. Aber ja, hier oben geht es anscheinend wirklich nicht weiter. So. Das laufe ich einmal kurz ab, damit es auf der Karte drauf ist. Und wir uns nicht später nochmal fragen, ob es hier nicht weitergeht. So, das soll reichen. Und dann auf der anderen Seite gucken wir noch weiter. Und dann werden wir gleich schon ein Lagerfeuer machen müssen. Die nehmen wir auch noch mit. Und das. Und überhaupt. Wir können doch ein Lagerfeuer machen, oder? Ja, können wir. Nur leider kein gutes, weil wir keine Steine haben. Das heißt, wir müssen jetzt auf dem grünen oder braunen Gras nach Flintstone gucken. Oder auf Steingrund, aber der ist hier ein bisschen seltener. Weil hier in dieser Savanne gibt es anscheinend gar keine davon auf dem Boden einfach so liegen.
Das ist ja echt eine Riesenecke hier. Warum sind hier keine Yaks? Nee. Die Dunkelheit wird bald hier sein. Ich sollte mich vorbereiten. Ja. Wow. Das ist meine Zwillingsschwester Abigail. Hallo? Hey, die macht au. Was zur Hölle? 92? 85, ja, die greift uns an. Super. Also wenn wir zu nah rankommen. Das ist nicht schön. Ich dachte, das wäre irgendein Bonus, dass jemand in der Nacht kommt. Und nicht ein Geist. Ja, aber gut. Lagerfeuer. Schnell ein Lagerfeuer. Direkt bei den Spinnen. Das war eine super Idee. Weg hier. Wir haben noch genug für Neues? Ja, haben wir. So, Lagerfeuer. Hier. Wo ist Abigail jetzt hin? Spawnt die jetzt zwischenzeitlich einfach wieder bei uns? Oder muss die erst hierher wandern? Sonst wäre das ja richtig nervig. Wenn sie immer abends da spawnt, wo man gerade steht. Und wenn wir gerade im Lager sind, dann müssen wir die ganze Nacht über im Kreis laufen, um nicht von Abigail getroffen zu werden. So, kochen, kochen, kochen. Und ein wenig Holz drauf werfen, sonst wird das nichts in der Nacht. So, das können wir auch verkochen. Aber nö. Oh, was ist... Sind wir das oder ist der Geist? Das sind wir, ne? Er müsste hinkommen. Okay, das wäre sonst richtig unheimlich, wenn man auf der Karte sehen könnte, dass der Geist immer näher rückt. Aber ja. Ich habe es umgebracht. Das Grasbüschel. Ja, das hast du wohl. Kochen, kochen. Alles verputzen. Sehr gut. Die beiden Grasbüschel schneiden wir uns auch nochmal ab. Dann nehme ich den Geisteszustand ein wenig in Kauf. So. Und obwohl wir jetzt nah am Feuer dran sind, verlieren wir immer noch Geistesgesundheit. Das heißt, letztes Mal, als wir plötzlich so ganz viel bekommen hatten, wir waren irgendwie am Anfang der Nacht bei 70 und am Ende der Nacht auf fast 100, da müssen wir irgendwas anderes gemacht haben, was den Geisteszustand wieder erhöht hat. Wenn man bestimmte Sachen herstellt, abgesehen von der komischen Blumenkette, kriegt man auch Geisteszustand. Weil man halt was Produktives macht. Auch mal ein Auge drauf haben. So, das Fleisch behalten wir erstmal auf Vorrat. Das kommt alles nach da. Und gleich laufen wir wohin? Wir folgen einfach mal der Straße. Komm, gib uns Licht. Wir brauchen Licht. Und wir brauchen auch unbedingt mehr Holz für die nächste Nacht. Oh, der sieht doch gut aus. So. Komm schon. Eins, zwei. Drei. Jo, das reicht schon mal für unser Lagerfeuer. Sehr gut. Weg da. Und weiter der Straße lang. In der Hoffnung, dass wir irgendwo mal Yaks finden. Kann doch echt nicht so schwer sein. Außer die spawnen einfach irgendwann genau hier auf diesem Boden. Wenn genug Zeit vergangen ist. Das wäre nicht so schön. Ha! Okay. Yaks. Sehr schön. Nicht angreifen. Das war doch schon mal schön. Was machen wir jetzt? Bietet es sich an, hier ein Lager zu bauen? Wir hätten hier ganz viele Kaninchen. Wir hätten hier die Yaks. Wir haben nicht genug Steine in der Nähe. Wir haben keine Schweine bisher in der Nähe. Das heißt, wir sollten uns wirklich erstmal die Umgebung hier näher angucken. In der Hoffnung, dass alles da ist. Aber selbst wenn nicht, können wir immer wieder hierher kommen, um dann hier unsere Düngerreserve aufzufüllen. Kaninchen. So, mitkommen.
Da scheinen sogar sehr viele zu sein. Das ist gut. Folgen wir mal der Straße. Also ideal wäre, wenn jetzt irgendwo innerhalb von einem Tagesmarsch noch ganz viele Steine wären. Und das sind irre viele Jacks. Da schon mal ein Stein, noch ein Stein. Viele Steine. Das ist doch mal schick. Also nicht so viele wie auf der letzten Karte, aber ein guter Anfang. Trotzdem bräuchte ich eigentlich viel Stone. Und nicht normale Steine. Ne, liegen hier keine. Nee, okay. Die nehmen wir trotzdem mal mit. Ja, echt ganz schön viele. Können wir bald unser richtiges Lagerfeuer mitmachen. Da brauchen wir 12 Stück für. Die Straße ist hier zu Ende. Oh, aber doch, langsam mausert sich das. Auch wenn das ganz schön fies ist, mir so viele Steine vor die Nase zu legen und keine Möglichkeit zu haben, sie abzubauen. Naja. Wir müssen jetzt unbedingt zurück in grün oder dunkelgrünen Bereich, um endlich das Lindstone zu finden. Boah, ist das eine riesige Savanne. Komm, und hier ist Wasser. Nee. Und ich habe den Verdacht, dass das hier überall Wasser ist. Aber gut, müssen wir nachgucken. Hilft alles nichts. Genug Essen haben wir hier für eine Weile. Njam, njam. Oder auch nicht. Schon alles weg. Ja, sie hat einen ähnlich guten Magen wie Wilson. Aber wir könnten ja sonst zwischendurch einfach mal einen Jack angreifen, solange es einigermaßen weit weg von der Herde ist. Ja, also im Essen machen wir nicht wirklich Sorgen. Zumal wir hier überall Dünger haben. Einzige Problem ist echt die Werkzeugbeschaffung. Wobei, wenn wir erstmal 2 Flintstone haben, können wir die Steine kloppen und dann haben wir mehr als genug für eine Weile. So, wir laufen jetzt da wieder an der Spinne vorbei. Und folgen dem Weg, den wir am Anfang gewählt haben, einfach in die andere Richtung. Genau der hier. Hier haben wir irgendwo gestartet. Gehen wir nach unten. Gib mir 2 Flintstone. Ich will nicht mehr als 2 Flintstone. Der Weg ist zu Ende. Na gut, dann gehen wir kurz mal querfeldein. Ein paar Stickies sollten wir noch mitnehmen. Nur für den Fall, dass wir da hier keine mehr haben. Oh, fällt mir gerade auf. Hier sind nirgendwo Sticky-Büsche. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall jede Menge Stickies mitnehmen. Sonst haben wir ein Problem. Das spricht also auch dagegen, in der Nähe von den Jaxes zu bauen. Wobei wir die Büsche auch jederzeit anpflanzen können. Nee. Also was brauchen wir noch? Wir haben die Jax. Wir brauchen Steine. Ein paar Steine sind da, aber nicht genug, um eine richtige Steinmauer zu bauen. Oh, Flintstone. Endlich. Sehr schön. Oh, noch was dagegen spricht, genau bei den Jaxen Lager aufzubauen. Kein Wurmloch. Das heißt, wir kommen da nicht besonders schnell weg. So, dich nehmen wir noch mit. Ja, komm. Wir laufen erstmal dahin zurück. Wir werden es heute nicht schaffen, aber morgen dann. Dann werden wir die ganze Gegend da einmal ablaufen, am Wasser lang, damit wir genau wissen, woran wir sind. Und wenn denn da kein Wurmloch oder Stein oder ähnliches Interessantes noch ist, dann lassen wir das erstmal da. Und bauen da zwar ein Lagerfeuer auf, aber wir werden das nicht zu unserer Hauptbasis machen. Und ich bin falsch abgebogen. So, gleich kommt auch wieder Abigail. Ich hätte es ganz gerne, dass Abigail jetzt auftaucht, wir noch ein Stückchen laufen können und dann erst das Lagerfeuer machen. Das scheint nicht ganz zu klappen. So, hier hoch. Und dann machen wir hier jetzt ein temporäres Lagerfeuer. So. Damit wir mit unserer jetzt vorhandenen Spitzhacke den Steine schon abbauen können. Und dann im Laufe der Nacht nach und nach die Grasbüschel absahen.
So, es wird dunkel. Wo bleibt Abigail? So viel zu meiner Theorie, dass die jede Nacht bei uns spawnt. Vielleicht ist es ja nur zufällig. Das wäre schick. Na gut, kann ich mitleben. Wir verbrennen mal ein paar davon. Vielleicht noch ein, zwei Dünger. So, es müsste reichen. Das wird verkocht. Das wird verkocht. Die sowieso. Eine Vision der Hölle. Hat sie gesagt, als ich aufs Campfeuer geklickt habe. Also ja, sie ist ein wenig makaber. Aber ihre Stimme klingt cool. All dieses Flötenhafte. Na gut, machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. In der nächsten Folge werden wir denn hier einmal am Wasser lang laufen. Also ab hier können wir uns das sparen. Also einfach hier einmal lang, dann dahin, da einmal rum und dann hier die Steine abholzen. Und dann gucken wir, ob wir jetzt hier noch irgendwas Gutes finden oder nicht. Aber gut, erstmal speichern und wir sehen uns gleich wieder.